Regelmäßige Forschung und Entwicklung haben Österreich im Bereich Gebäude- und Energieeffizienztechnologien an die Weltspitze gebracht. An der FH Salzburg am Campus Kuchl im Bereich Smart Building gibt es den Forschungsschwerpunkt Bauteilaktivierung. Hier forschen die World Changer von morgen rund um ein ganz wichtiges Thema. Bauteilaktivierung ist eigentlich eine Heizung oder Kühlung im Gebäude über die Wände oder die Decken. Ähnlich wie eben eine Fußbodenheizung. In einer Fußbodenheizung werden die Heizungs- oder Kühlleitungen in den Fußboden gegeben und dann kann man es beim Neubau zum Beispiel in die Betondecke reingeben oder eben in eine Betonwand. Oder es gibt auch schon Möglichkeiten, dass man das in der Sanierung anwendet. Wir haben zurzeit 5 Forscherinnen und Forscher, die in dem Bereich forschen. Da geht es von Bauteilaktivierung im Energieausweis, wie kann man dieses System besser im Energieausweis abbilden, bis hin zu Regelungsstrategien im Wohnbau für betonaktivierte Bauteilaktivierung und auch eben die Aktivierung von Holzelementen. Einer von ihnen ist Michael Moltinger. Er hat im Frühjahr 2021 seinen Abschluss an der FH gemacht und forscht hier im Fachbereich bereits seit 1,5 Jahren. Wie man hinter mir sieht, ist eben ein kleiner Prüfstand gebaut, wo man eben Beladungsstrategien im Bereich Beton und Holz hier direkt an kleinen Versuchsbaukörpern erproben. Ja, im Endeffekt Bauteilaktivierung ist sehr spannend, weil es sehr viele Vorteile bietet. Eben diese große speicherwirksame Masse. Es ist in jedem Wohnbau- oder Bürogebäude vorhanden. Das heißt, man aktiviert vorhandene Elemente und macht sie daher auch nutzbar zum Heizen oder zum Kühlen. Das Ziel ist es eigentlich, Bauteile, die man sowieso braucht im Bau, für die Beheizung und Bekühlung von Gebäuden zu verwenden. Das kann man sich bei Beton eigentlich leicht vorstellen. Die Betondecke wird sehr oft gebraucht und dann legt man die Heizungsschlangen und Kühlschlangen eben nur in das Bauteil ein und hat so somit den Heizkörper. Gemeinsam mit dem Kompetenzzentrum Bauforschung hat die FH Salzburg ein Forschungsprojekt in Hallein mit Bauteilaktivierung durchgeführt. Da schaut das System dann eben so aus, dass man eben von außen an die Wand geht und zum Beispiel wie in Hallein ist der Bestand dann eine Ziegelwand von außen hin aktiviert, also das heißt die Rohrschlangen an das Gebäude bringt, danach eben verfüllt und von außen noch mit Dämmmaterial eben zusätzlich anbringt und eben die Oberfläche dementsprechend dann gestaltet, je nachdem. Das Feedback von den Bewohnern war eigentlich sehr gut. Man kann einmal beginnen damit, dass einfach durch die Sanierungsmaßnahme oder das Heizungssystem von außen die Bewohner eigentlich nicht ausziehen haben müssen und sich dadurch natürlich das Ganze durch minimalinvasive Maßnahmen umsetzen hat lassen. Und es konnte natürlich durch die Sanierung auch eine deutliche Reduktion, was den Heizenergiebedarf betrifft, erreicht werden. Thermische Bauteilaktivierung funktioniert unsichtbar, unhörbar und ohne Zugerscheinungen. Im Bereich Beton fallen kaum Mehrkosten an, denn mittels Bauteilaktivierung spart sich der Häuselbauer in den meisten Fällen eine Fußbodenheizung. Egal, finde ich mittlerweile, ob man es im Beton oder im Holz baut, wobei beim Beton ist man schon viel weiter als beim Holz. Beim Holz sind wir eher nur im Prototypenbereich. Und man kann eben sehr gut die volatilen erneuerbaren Energieträger dann mit aufnehmen und auch die Energie speichern über einen längeren Zeitraum. Das heißt, in Kombination mit Photovoltaik und Wärmepumpe ist das ein ausgezeichnetes System, um klimafit zu werden. Wie bringt man die Leitungen am besten in die unterschiedlichsten Materialien und wie optimiert man den Fertigungsprozess? Bauteilaktivierung ist in jedem Fall ein großes Zukunftsthema. Wenn Sie sich für Fragen rund um Sanierung oder Energiespartipps interessieren, melden Sie sich gerne unter www.salzburg-ag.at/energieberatung.